Willkommen zu Let's Play Mario Party 3, bei uns am 16. November 2001 erschienen. Es war eines der letzten Spiele für den Nintendo 64. Meine Fresse. Leider fehlen mir 5 Münzen, denn der Stern kostet 20. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich schon in der Nähe des Sterns bin. Ich darf jetzt nicht zu hoch würfeln. So niedrig hätte es jetzt auch nicht sein müssen, aber... Okay. Doch, Stern, komm! Nein! Warum? Es ist eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass man entweder 20 Münzen bekommt oder einen Stern in diesen Lackerboxen. Fuck! Eine 6, also... Komm, das muss doch drin sein! Genau 6. Ja, komm, geh da hoch. Ja. Haha, jetzt kannst du nichts mehr tun, Mario. Denn der erste Stern ist mein. Was? Der nimmt ihm alle Münzen ab. Ach, stimmt. Und dann kann man das verdoppeln, wenn man Glück hat. Aber Mario hatte kein Glück und hat die 57 Münzen verloren. Oh, wie geil. Ach so, ja. Ich habe zwar nur 12, aber... Ne? Warum nicht? Ne? Klar. Ist natürlich alles ganz logisch. Oh, und der Typ schläft auch mal. Cool. What the heck? Da war doch der Stern oder nicht? Bin ich bescheuert? Ja! Ich verstehe nicht, was die Computer machen. Was das sollte. Oder ist er auf das Fragezeichen gegangen, um... Ja, ich weiß nicht. Verflixt. Ich weiß es nicht. Arbeitet er auf den Ereignisstern hin, oder was? Nein, du Arsch! Nein! Jetzt hat es mir versaut! Was? Nein! Warum? Wieso denn? Warum krieg ich weder Geld noch einen Stern? Ich krieg einen Schlüssel! Den hab ich doch gar nicht gekauft! Der Goomba sagt, jetzt wird gekämpft und Nee, wird nicht. Er hat auch keinen Bock. Richtig. Ich will erstmal meinen Kaffee trinken. Ja, ich wünsche viel Spaß dabei. Tschüss. Komm, bitte. Wir hatten noch keinen Stern. Bitte. In your face! Yes! Jetzt brauchen wir gar nicht mehr über irgendwas diskutieren. Diese Chose hier ist durch. Ich habe gewonnen. Und es war echt mal an der Zeit, dass ich so einen Stern in der Box kriege, oder? Ich wurde einmal mit Münzen abgespeist. Mit einem Schlüssel. Also komm. What? Du... Was? Okay, das Spiel ist doch Dreck. Ja, bin ich schon direkt Zweiter in jedem Fall. Und der Schlüssel ist auf meiner Seite. Was? Nein! Luigi, du Sack, gib das Ding her. Ich hab daneben gegriffen, ich Idiot. Und was jetzt? Weiter waren zu dumm, um die Tür zu öffnen. Ja, was heißt das jetzt? Alle, achso, okay. Ja, ich würde sagen, damit können wir leben, Luigi, oder? Du kriegst einen Stern. Und ich bin weiterhin der Münzenmaster. Weißt du was, Luigi? Ich gönne dir den Stern sogar. Du bist mir ein bisschen sympathisch. Tot. Und ich dachte, es wird ein episches, knappes Battle, bei dem sehr viel Blut vergossen wird gegen Yoshi, aber nein. Es war wie ein Klitschko-Kampf. Und er kann es nicht fassen, dass er so kläglich versagt hat. Das war schon wirklich schlecht. Er sagt, er schämt sich, verloren zu haben. Das glaube ich. Ja, ich kann unmöglich auf Kampfminispiel gehen, weil die anderen haben kein Geld, also gehe ich freiwillig auf das Rote. Schicksal, ne? Du. Wäre ärgerlich, wenn jetzt jemand anderes da drauf landet. Nein, nein! Ach komm! Ihr seid doch alles Assis. Oh, die Aufregung. Wenn die scheiß Aufregung nicht wäre. Wenn es zum Schwanz kommt. Jetzt. Ja! Ja! Ich
freue mich schon wie Stefan Raab. Oh Gott. Das wäre schon echt blöd. Oder was ist, wenn ich 10 würfle, dann kriege ich den. Are you serious? Ist der echt? Anscheinend, oder? LOL! Und ich habe gerade geheult. Ich habe nichts gesagt, ne? Oh, scheiße! Oh Gott, war das miserabel! Oh Gott! Und die anderen sind auch nicht besser, aber irgendjemand hat trotzdem gewonnen, nehme ich mal an. Das bin definitiv nicht ich. B, A, B, Z, B, Z. Ja, kacke, ich weiß nicht, was die Peach gemacht hat. Ich glaube nochmal A oder so. Ich habe keine Ahnung. So eine Scheiße. B. Sagt B und drückt A. Dead Logic. Ja, komm. Ausgerechnet du mal wieder. Komm, wir müssen ihn treffen, weil selbst wenn ich schlecht würfle, ich darf dann ja nochmal mit der Piranha-Pflanze würfeln. Komm, das muss das jetzt sein hier. Das wäre dann ein KO. What? Ja, und warum darf ich jetzt nicht mit der Piranha-Pflanze? Ist nur ein Xbox 360 Controller, keine Sorge. Wenn er einmal springt, dann braucht er ein bisschen Zeit, um sich... Hä? Ach so, ich hätte da drauf gehen müssen! Ach komm, leck mich doch! Was sollte dir Buhu bringen, wenn du ihn aussenden könntest? Ja, Moment, Sterne und Münzen, weil ich beides nicht besitze. Was?! Scheiße! Nur weil ich die Wahrheit sage, oder was? Das gibt's doch nicht schon wieder, Draw. Sag mal, was soll das, ey? Wird es auch irgendwann mal Geld durch Minispiele geben, oder was? Luigi, 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 du Trottel, geh doch nach rechts, wie du bist, du! Mann! Oh, wir haben mehr Geld. Zumindest das. Trotzdem ist es mir ein großes Rätsel, warum der Depp den Münzsack auf seiner Seite ignoriert hat. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Oh. Das ist halt das Problem, wenn man nur mit Flachzangen zusammenarbeitet, Mann! Oh yes! Danke! Danke! 50. 50. Tschüss! Wer hier gewinnt, hat den Münzstern sicher. Ach, ist das ein Sack! Jetzt setzt er die Zauberlampe ein, weil er weiß, dass ich sie bekommen kann. Und das will er verhindern. So ein falsches Schwein, ey. Geh jetzt einfach mal hier hin. Yes, geil! Das ist der Münze. Ich wollte Sternblock sagen, aber es ist der Scheiß-Schlüssel. Sicher. Ich komme auf dasselbe Feld zurück, ey. What the hell? Ja, ich muss dahin zurückgehen. Und da ich kein Geld habe, kann mir der Glücksgeil auch nicht helfen. What the shit? Ich denke mal, es gibt 5 Bahnhöfe. Bahnhöfe. Tunnel. Nein, Tunnel! Gott verdammt, lern Deutsch! Bevor du Let's Plays machst. Ja. Ich überreiche dir das Sternchen. Bitte? Warum? Wir haben noch gar nicht gekämpft. Nur weil du auf sie stehst, Alter. Du Betrüger. Aber das ist unfair. Das ist unfair, Daisy. Okay, Bowser. Du weißt aber schon, dass denen jetzt nicht so viele mögen. Also zumindest von den... Oh, wir diskutieren gar nicht mehr, denn Daisy hat ihn gewone-hitted. Ich habe wieder was Falsches gedrückt. Mann, ich kann das einfach nicht. Ich wusste, dass er bei B ist, aber ich drücke Z, weil keine Ahnung warum. Alles klar, und was sollte das jetzt, Waluigi? Du kannst da nicht durch. Ach so, ach ja. Ja, genau. Mann. Aber jetzt läuft's. Nein! Was? Ach komm! Das ist so ein Shit. Wenn das eine ordentliche Steuerung hätte, so wie in einem richtigen Jump'n'Run und nicht in irgendeinem Billigspiel, dann hätte ich hier locker gewonnen. Aber ich sage voraus, dass Waluigi heute verlieren wird, weil er einfach ein Schwein ist, Mann, ja? Aber deswegen heißt das ja nichts.
Trotzdem nehme ich ihn 10 Münzen ab, damit er den gottverdammten Stern nicht kriegt. Danke, Bowser, du bist cool. Junge, ich mach das nur, weil er mir die Kaubleiste zu hauen hat, ja? Ich hasse dich auch. Okay, Bowser. Gleichfalls. Aha. Das Timing hat doch gepasst. Dann halt nicht. Jetzt kommt er gleich. Genau. Attacke! Komm schon, das ist jetzt sein letztes Leben, hoffe ich mal. Was? Es gibt ein 3-Minuten-Zeitlimit? Das hat mir keiner gesagt!